Wenn wir sterben, müssen wir komplett von vorne anfangen. Beide. Beide. Nee, oh mein Gott! Nimm die Mana-Tränke, ich raste aus! Trinken, 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 trinken! Gib mir deine goldenen Items! Oh! Ah. Nur nachher springst du in die Hafen. Nee. Ich weiß, dass ich nicht vor dir stand. Ich bin ready and not, Digga. Gut, ready or not, here we come. You can't hide. It's Herzig 2. Mit Kalle ohne Sterzig, nice. Ja, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir sind mal wieder dabei. Letzte Woche ist ja ausgefallen, aus Gründen. Ich hatte in der letzten Folge versprochen tatsächlich, dass ich ein Bild einblende, habe ich aber nicht gemacht. tut mir ein bisschen leid, aber ich habe es dann nochmal in den Kommentaren verlinkt. Also falls ihr nochmal sehen wollt, was The Fess Tolles von uns gezeichnet hat. Wir gehen hier schon mal rein, wie ihr seht. Ne? Stimmt, das Instagram-Ding, ne? Ja, genau, habe ich vergessen. Ey, wenn du es jetzt vergisst, ist echt peinlich. Nee, ich pack das jetzt nicht nochmal rein. Ich habe ja eben mal geklärt, dass ihr einfach in der letzten Folge in die Kommentare gucken sollen. Habe ich es ja Top-Kommentar angepinnt. Ja. Ich mach mir doch Arbeit gespart. Mehr. Ja, genau. Nee, mach dir keinen Stress. Nee, mach dir keinen Stress. Ja, denn wir sind hier schon recht weit. Ihr seht, wir suchen gerade die Urahnen, weil wir gesagt haben, wir scheißen auf Nilatak. Und dann sind wir theoretisch rein in Venezuela heute schon beim Endboss. Ne? Wenn wir beim Endboss. Beim aller Endbossen-Boss. Genau. So. Aber schauen wir mal. Oh, die schreit. Schaut gerne nochmal Hand of Blood vorbei. Oh, ich bin verflucht irgendwie. Ja, Scheiße. Ja, hier sind Champions. Leiden. The Champ ist hier. So. Ja, ich habe jetzt mir einen neuen Helm gegönnt mit zwei roten Rubinen, Digga. Die sind rot, es gibt keine blauen Rubine. Und der eine ist makellos und der andere ist normalo. Ja. Und insgesamt bringt mir das jetzt nochmal 55 Leben. Das heißt, ich habe nicht hier, was hatte ich, 270, sondern ich habe jetzt 230 ungefähr. Roundabout. Krass. Das ist schon ordentlich. Ja, und was ich gemacht habe, ich habe mir hier ein Schild gemacht, wo ich einfach Diamanten reingekloppt habe. Hier ist noch eine Rondache, Alter. Oh, die hätte ich auch nehmen können. Naja, scheiß drauf. Und habe jetzt hier natürlich ordentlich Resistenzen, ne? Weil das habe ich letzte Folge schon ein bisschen abgefuckt. Alter, was hat denn meiner hier für ein Problem? Gut. Ja, ich bin auch resistenz-wise gecapped, zumindest für Feuer und Eis. Und das ist ja das Wichtige gegen Baal. Richtig. Und wichtig. Ja. Das heißt, wenn wir ihn gleich begegnen, gibt's aufs Maul, Digga. Ja, dauert noch ein bisschen. Wir suchen nämlich jetzt erstmal die Urahnen, die uns einer Prüfung unterziehen werden. Also, ja, die sollen ihr Maul halten, als ob wir irgendeine Prüfung brauchen. Ja. Ist doch lächerlich, Kalle. Ja, auf jeden Fall werden die uns auf den Prüfstand schicken. Das Gute ist aber, wenn wir das wegmachen. Schön TÜV. Ja. Dann bekommen wir ein Level-Up geschenkt. Beziehungsweise Skills und. Skills und. Also ein Skill und Attributpunkte, die wir verteilen dürfen. Das ist ziemlich nice. Beziehungsweise, ich glaube, es ist automatisch. Beides? Ich glaube, also. Was denn jetzt? Also, Kalle, du kennst dich doch aus. Man kriegt beides. Weil man zum nächsten Level-Up hochgedingst wird. Weißt du, wie ich meine? Wirst du ja gleich sehen. Ja, wirst du gleich sehen. Ich halte jetzt mein Maul. Ich habe jetzt kein Maul. Ist schlecht beim Let's Play. So. Commentary beginnt, moderiert an. So, und jetzt halte ich mein Maul. So, und die nächsten 55 Minuten still. Wird geil, wenn man es wirklich mal durchzieht. Ich glaube, dann wäre es wieder lustig. Das habe ich mal gemacht, beim Döneressen, Let's Eat. Ja, Let's Eat war einfach komplett, einfach nur Essen. War früher so ein Meme, weißt du? Aber da haben, weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Also, woher das kam, Let's Eat. Ich glaube von... Hier geht's zur Eistundra. Wo wollen wir nicht hin? Okay. Ich glaube von Gronkh und Sarazar. Da habe ich zumindest die waren immer unterwegs. Die waren immer unterwegs, irgendwo im Ausland, ne, auf ihren Trips oder so. Und dann haben die da immer alles getestet, was da so gab. Ja. Und bei denen, die haben immer übel viel gelabert und es ging immer stundenlang, glaube ich, gefühlt. Also ist jetzt übertrieben. Und dann habe ich das mit Peric einmal gemacht und mit Tenendo. Einfach nur gefressen. Und da haben wir einfach nur gefressen. 10 Minuten. Und dann am Ende so, jo, alles klar, danke. Ja, und dann so tschüss. Einfach nur vor die Kamera, immer auch an abstrusen öffentlichen Orten. So einmal in der Spandauer Altstadt einfach, so mittendrin.
Und alle Leute auch geguckt, weil wir haben ja das Stativ und Kamera. Und ja. Also, hä? Die fressen einfach nur, warum reden die nicht? Warum ist da eine Kamera? So, und einmal einfach auf der Gamescom mitten im Hauptgang auf den Boden gesetzt. Geil. Das war auch witzig. Aber haben die Leute dann vollgelabert, oder? Nee, die waren halt mega irritiert auch wegen der Kamera. So, die wollen sich auch nicht bloßstellen, weil die wissen, oh, wir sind YouTuber und ja, Henno. Aber was macht der da? Und hä, jetzt sitzen die auf dem Boden. Oh, ich will jetzt mich auch nicht zum Affen machen. Und ich glaube, deshalb kam halt niemand an. Höchstens dann so im Hintergrund gewunken oder so. Aber das haben wir ja auch nicht mitbekommen. Das war witzig. Ich meine, die Gefahr ist hoch natürlich, wenn man bei mir reinspringt, dass man sich dann zum Affen macht. Weil es wird dann natürlich auch stilistisch aufgearbeitet alles, ne? Ja, ja, wie du dann auch reagierst und so, ne? Also, ja, ja, da Leute einfach schnellen Spruch und so. Ja, ja. Ohne Rallrunde, Digga. Ja. Ich muss aber auch sagen, also mir geht das generell so ein bisschen auf den Keks, wenn Leute etwas vorstellen in ihren Videos und nicht zum Punkt kommen. Und dann gucken sie sich dann auch das Design an und ja, das gehört schön, ja dazu, ne? Ja, aber für mich nicht. Mir ist das scheißegal. Ja. So, also, weiß ich nicht. Es kommt halt drauf an, bei einem Review, was einen an dem Ding interessiert. Richtig, na klar. Voll. Weil, wenn einem nur das Optische interessiert, dann klar. Und er redet da über die Stats. Oder andersrum, einem interessieren nur die Stats, aber nicht, wie es aussieht. Und deswegen glaube ich, Reviewer, ich wollte das jetzt auch nicht erklären, Digga, ne? Aber du weißt, wie ich meine. Klar. Ja, naja, was ich halt auch meine ist, ich denke zum Beispiel, bestes Beispiel ist für mich jetzt so die PlayStation und die Xbox, die neuen. Die neue Gen der Konsolen-Generations. Digga. Ja. Da ist mir scheißegal, wie die Scheiße aussieht. Und die sehen ja auch beide scheiße. Jo, das check ich auch nie. Also so, die Größe des Gesprächsthemas bei so einem Konsolen-Release, wie das Ding aussieht. Ja. Also, hä? Tut das Not am Ende des Tages. Ne? Wen juckt das denn? Oh, warte mal, also Lautstärke oder so, das verstehe ich ja noch. Ja. Ja, aber und bei der PlayStation 5 war es jetzt witzig höchstens, wegen Kaiba, Digga. Das war halt einfach nur arschwitzig. Das ist true. Aber ansonsten ist es mir so, mir ist auch scheißegal, wie mein PC aussieht. Der braucht nicht glänzen und RGB und Junge, hä? Den sehe ich doch nie. Ich gucke auf den Monitor. Ja, und dann stellen die sich das da auf den. Oh, hier müssen wir gleich hin. Dann stellen die sich das. Wir können da ohne Probleme rein. auf den Tisch und dann zeigen die immer hier, guck mal. Ja, so richtig Slow-Mo, so Carporn-mäßig, so mit Katzenbucke. Nicht Not, wirklich. So, hier ist jetzt folgendes Szenario. End of Blood, komm mal rüber hier. Ja, nicht an das Buch gehen. Die erwachen, ja. Genau, die kommen gleich. Talik, Madav und Korlik, die kommen gleich und wollen uns richtig aufs Maul geben. Wir machen die eins nach dem anderen. Das sind drei Barbaren, die machen auch Barbaren-Fähigkeiten. Wirbelwind, Sprung, Axt. Manchmal Statik fällt die Jungs weg, ne? Richtig. Und dann müssen wir auch recht schnell um. Gut, dann halte ich mich mal bedeckt. Ich würde nur gerne, glaube ich, dass du die Aggro kriegst. Ja. Ah ja, gerne. Ich würde nur gerne eine Sache ausprobieren. Ich bin jetzt fast Level up. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Lass uns noch mal kurz rein. Und ich will das mal eben das. Wir können nicht zurück. Weil wir dann Level. LOL. Weil wir dann Level 30 sind, ne? Ja. Aber scheiß drauf. Ich glaub, scheiß einfach drauf kommen. Ja, ich glaube, wir können nicht nur. Ja, scheiß drauf, Digga. Gut, scheiß drauf. Ich schmeiß jetzt den Laden an und ich würde sagen, wir gehen hier direkt auf den Kollege, also der hier steht, okay? Kommen die alle gleichzeitig? Die kommen gleichzeitig. Okay, ja, dann mach. So, ja, wir sind die krassen Leute und. Auf da. Siehst du. Guck mal, der eine bufft sogar noch, den haben wir schon besiegt. Dann hier den mit der Axt. Madav. Schöne Sache, ja. Jo, wie viel die aber aushalten. Ja, ja. Aber unsere beiden Leute beschäftigen den anderen Talik aller. Aber der eine hatte jetzt, glaube ich, Blitzresistenz oder so. Oh, der hat Feuerresistenz des Todes. So, viel Spaß, Jungs. So. Schön. Haben wir. Ah, guck mal. Und jetzt habe ich extra drauf geachtet, wir haben einfach nur die Werte bekommen und kein Level up. Genau wie ich am Anfang gesagt habe. Nee, wir haben sogar ein Level up bekommen. Ein ganzes Level. Echt? Unnormal. Oh mein Gott. Alter, weißt du, was das Heftigste ist? Nee, Digga. So, dann mach mal die Lausche auf. Also, ich bin jetzt Level 30. Ja. Und ich kann jetzt Feuerbeherrschung skillen. Ja, Digga. Und das ist eine passive. Und das boostet erhöht dein ganzes Leben. Den Schaden eurer Feuerzauber um 30%. Ja. Und wenn ich den ja skill, dann ist der direkt auf 4. Bam. Und der Schaden 50%. Ja, und Junge,
Ich mach 630 Damage mit dem Feuerball. Irre in den Arsch. Irre. Okay, geil. Dann Ball, Digga, komm doch ran. Ball, Digga, komm doch ran. Jetzt die Frage, was mache ich? Gehe ich jetzt auf Fanatism? Ich glaube, ich gehe auf Fanatism. Ja, das war jetzt aber auch ein Motivation-Schub, Digga. Ja, ich auf Fanatism. Denn Fanatism gibt so, zum Weltsteinturm. So. Gehe ich rein. Ihre, Digga. Mach mal auf, die Murmel. So. So. Ich habe keinen Plan, was abläuft. Der Weltsteinturm ist die letzte Festung. Dieses was ist das denn für ein fliegendes Schiff? Ja, das ist ein Schiff. So, den machen wir weg. Wir sind hier in der letzten Bastion. Das ist eine Aura, die ich habe. So, hier sind Hexen. Wie? Schändliche Hexen. Die anschmeißen? Nee, die Aura habe ich, Junge. Alles gut, du musst. Das ist eine neue Aura? Ja, ja, ich habe jetzt die rote. Da hau ich schneller drauf, Junge. Ich mache ein Meteor. Schöne Sache. Zack. Bumm. Oh mein Gott. Genau. Kann ich jetzt mal kurz die Story erzählen? Ich habe gerade ein Meteor gemacht. Ja, klar. Also, wir sind jetzt in der Weltstein, im Weltsteinturm. Und hier wird es folgendermaßen sein: Wir suchen jetzt den Thron der Zerstörung, Max. Mhm. Klingt schon heftig, oder? Ja, schon. Ja, und da werden wir Baal finden und dem werden wir aufs Maul geben. Ich sag's, wie es ist. Wir müssen Level up. Geil, Digga. Alter, das geht jetzt hier aber rucki-zucki, ne? Junge. Und noch ein Dude hier. Den machen wir noch. 700 Damage. Heftig. Es wird immer mehr. Zack, Angriff. Bam. Alle Tote. Zack. Ja, und jetzt machst du auch mehr Schaden, ne? Weil du ja gesagt hast, das Problem behoben. Vor allem, ich hab damit überhaupt Alter, nicht gerechnet. Alter, die One-Shots. Ich hab das nicht kommen, ja, ich hab das nicht kommen sehen, dieses Upgrade. Ich hab mich einfach nur damit beschäftigt. Ich hab mich nur damit beschäftigt, was da mit Level 30 auf mich zukommt, Digga. Aber es kam, es kam. Wir sind jetzt noch ein bisschen hyperaktiv hier in der finalen Folge, maybe. Also wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Ball. Was machen wir denn noch die Dreiviertelstunde dann? Naja, ist ja egal. Wir bumsen den jetzt und dann, keine Ahnung. Dann gehen wir Albtraum rein. Ne, rein. Rune. Ne, wir können noch ins Q-Level, aber so weit sind wir noch nicht. Q-Level können wir Q-Level. Das machen wir noch. Junge, erstmal konzentriert runterspielen. Mach dich jetzt nicht zum Affen. Ja, wir schaffen das aber. Bin ich early. Machen wir auch wieder Eisrüstung hier. Bin jetzt wieder. Junge, die haben ja so ein Ansturm-Ding, ne? Ja, die kommen so. So, hier ist ein Lagerfeuer. Schütz. Wie du es an mir vorbei zischt. Aber es geht auf Mana, ne? Nö. Doch. Ich hab einen guten Fliegel dabei. Ich one-shot alles. Ist so Ehre in Asshole rein. Alter, du leechst ohne mich die XP alleine. Weißt du, was ich sagen will damit? Nee. Oh, okay, dann nicht. So, wir müssen jetzt hier mehrere Ebenen tatsächlich nochmal runterwatscheln. Macht ja nichts. Macht doch Spaß. Weißt du, wie viel es gibt vom Weltsteinturm? 5? 3. Das geht ja. So, in der vierten. Muss man ja auch immer links abbiegen? Oh, ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber hier geht's weiter. Hier ist nämlich immer so ein Abgrund. Daran erkennt man immer, da geht's weiter. Hier, Weltsteinturm 2. Was? Und aber geiles Design, so innentechnisch, Innendesign. Ja, also ja. Der Innenarchitekt hat hier auch wirklich einiges geleistet. Deswegen kam das Addon ja auch erst ein Jahr später, weil die mussten ja erstmal die Hütte bauen, weißt du? Ja, klar. So wie BER. Das ist quasi die BER von. Von Diablo. Von Blizzard. Von Blizzard. Ja, nee, das sind die Server. Das sind jo. Die Server. Ach, ich switch mal. Ja. Früher sah schon richtig kacke aus. Alter. Aber wie ich das braune einhacke, Junge, guck mal. Die braune Weile, die runterkommen, die murmeln, ne? Ja. Ich hack da so richtig schön drauf. Ja, das knallt auch. Ja, würde Meteor instant runterkommen? Aber ist also vom Effekt her tausendmal geiler als Feuerball. Aber ist wahrscheinlich nicht so wohl. Mach nicht so viel Damage. Bam! Ich muss sagen, da muss man aufpassen. Dass, ja, ich finde Feuerball halt, ja. Ja, ist low. Sieht low aus. Ja, sieht scheiße aus. Richtig. Also aber vor allem ohne Resurrected ist halt traurig. Aber das ist ja zum Beispiel bei WoW auch so gewesen, ne? Dass du mit Feuerball übel lächerlich. Aber was soll das, Digga? Dann mach doch, dass es geil aussieht. Ja, vor allem. Keine Ahnung, Feuerball. Stell dir vor, der hat so ewig lang nur in der Luft so richtig Feuerschlieren hinter sich. Oder keine Ahnung. Es muss doch nicht immer eine scheiß Kugel aus Feuer sein. Das ist doch lächerlich. Ja, Mann. Das kann man Feuerball. Ja, bei WoW ist echt nochmal schlimmer. Digga! Ja, die, das sind die explodierenden Boys, die ich gesagt habe. Also ja, es gibt halt den Pyroschlag bei WoW. Der ist geil, weil das einfach so ein riesiges Ding ist, was so langsam auf den Gegner fliegt. Dann weiß er so, was sein Ende ist, Digga. Aua. Bitte pass auf. Der Kapitän.
Junge, du bist Half-Life. Du bist fast gestorben. Kannst du jetzt den Titel schreiben? Morgan Freeman. Du kannst jetzt den Titel schreiben. War lustig. Kann auch nichts dagegen tun. Junge, wie der zerfetzt aber. Ja, du hast einen Erfahrungsschrein. Ehre. Ja. Ja, aber ich meine, Zauberin ist halt schon geil, weil du mit der auch teleportieren kannst und so. Aber ja, ich glaube gerade so Endgame-mäßig, wenn man so den Bild fertig hat quasi, weißt du? Ja. Dann muss halt richtig scheppern. Ja. Hä, ging's da weiter? Nee. Nee. Doch schon. Ja, ich habe ja eine Frostzauberin auf Level 88 mittlerweile. Und die hat auch schon ein komplettes Set, so Teil Raschas, Junge. Das knallt schon ein bisschen, ne? Also ist auch mir sagt das halt nichts. Also wenn du mich beeindrucken willst, mir sagt das halt ich leuchte. Nichts. Ah, cool. Na gut. Hier geht's weiter. Hallo. Müsst ihr dann einmal irgendwann Back-Mana-Tränke kaufen? Hä? Okay, bei mir hat's gerade enorm geleckt. Hä? Bist du noch da? Ja. Vor allem, du sagst dann auch nichts, ne? Heftig. Ja, na klar. Jo, ach, die schäbigen jetzt. Ey, auf jedem Level ist wer anders, ne? Ja, klar. Aber wir sind schon so weit. Und wir können Baal schon riechen, theoretisch. Junge, die teleportieren sich immer durch meinen Ball. Oh Junge, was sind das für Knechte? Das sind Todesfürsten. Die tun weh. Ja, mumifizierte Trophäe. Ach, das Ding. Na gut. Sag das doch. Todesfürst. Ich habe keinen Mana mehr. Das war's. Ich kann nicht mehr helfen. Oh, ein Riesenzauber. Und ein Gefühl. Oh, ein Riesenzauber. Ein Riesenzauber. So, Todesfürsten werden. One-shot ich halt an. Ja, aber es ist geil, euch zuzugucken, wie ihr die so... Ja, dann lass doch in die Stadt, dann sag doch mal was, ein Ton hier. Mein Gott, mal eins. Ja, also, müsst ihr auch mal mitmachen. Mir wäre das jetzt egal gewesen, Digga. Ich halt... Ja, aber wir wollen ja auch voran. Schreiten. Hä? Ja. Er wollte hier nur mit mir reden, ist der Jack. 3-6 Kälteschaden ist mir eigentlich egal, aber das Gute ist, wir machen das einfach. Wir nehmen den mit, wir nehmen den Schaden, wir nehmen alles mit, was wir jetzt kriegen können an Damage. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Kennst du diese Werbung von diesen Können wir da rein? Nee. Nicht? Erzähl mal bitte. Von Somat, Junge. Das interessiert mich jetzt. 5 und 1 Somat, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Weil dann heißt es immer, die Werbung fängt an. Oh, heute Abend haben meine Nachbarn gesagt, die kommen zum Essen. Ich habe aber noch nicht abgespült und die Gläser sehen aus wie Scheiße. Dann haben die so mal übelst verkalkte Weingläser in die Fresse gehalten. Oh, hier geht's schon direkt weiter. Okay, dann leben die halt komisch. Ja, und also sind dann richtig deutsche Spießer. So, hier sind nochmal Wut. So, hier müssen wir mit. Und Gamer! Oh! Hab ich. Wichtig. Schön. Schön weggegrabt, Ninja Loot. Ja, auf jeden Fall finde ich. Die Werbung kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Die gibt es seit 100 Jahren. Ich kriege die nicht aus dem Kopf. Das ist genauso wie diese Rügenwalder Mühle. Fernsehen? Nee, früher als ich jung war. Ach so. Aber diese Rügenwalder Mühle Werbung. Okay. So, kleiner Zauber auch dabei. Ja. Cool. Wir sind hier übrigens falsch, müssen hier lang. Kennst du diese Rügenwalder Mühle? Ja, ach, weißt du, was ich am schlimmsten finde? Das mit der Hängematte und dann erstmal hier Kinderschokolade oder Bueno oder. Dann hocken die sich da auf die Hängematte und es ist immer gleich nichts aussagend. Was war denn das nochmal? Kennst du das nicht? Es war wirklich ein Jahrzehnt oder so, lief der Clip. Alter, kein Scherz. Weiß ich wirklich jetzt nicht. Oder nee, mit der Milchschnitte. So, das war die Milchschnitte. Jo, dann in die Hängematte. Jo. Du denkst so, Digga. Habt ihr kein Budget mal für einen neuen Clip? Bitte. Also ist ja wirklich, das war richtig schlimm. Oder von diesem Riegel, dieses Lion, kennst du das? Da klingelt der da bei so einer Kirche. Übrigens ist hier Baal vor uns, Digga. Was? Ja, aber der macht noch nichts. Der guckt uns jetzt zu, wie wir die Leute hier fertig machen. Warte, aber ich habe noch keine Regenerationstränke. Ja. Wir müssen auch jetzt noch nicht gegen ihn kämpfen. Der schickt uns jetzt erstmal Wellen zu. Und die machen wir jetzt platt. Das ist alles entspannt. Okay. Guck mal, hier solche. LOL, was? Die Knechte? Aus jedem Akt schickt er jetzt hier so ein paar Leute vorbei, sozusagen. Ist der bestimmt richtig geil zu farmen, oder? Ja, der wird auch regelmäßig. So, und dann lacht er immer. Spawnen die immer da? Die spawnen immer an der gleichen Stelle. Gut. So, genau. Kannst du noch einen schmeißen? Ja. Oh, perfektes Timing. So, jetzt bin ich vergiftet. Das sind jetzt hier die Akt 2 Leute. Mach hier mal die Schrift. Hier ein Digga, bam. So ein Feuerball. Achmed? Achmed, das ist eine Krone übrigens, eine 3 gesockelte wahrscheinlich oder so. Oder wie viel auch immer. Auf jeden Fall gesockelt. 2, cool. So, jetzt kommen dieser Rat nochmal aus dem dritten Akt von Mephisto, Digga.
Kommen ein paar Meteorbälle. Ja. Tot. Bei der vierten Welle würde ich jetzt ein bisschen abachten. Also die letzten beiden können es in sich haben. Die Scheißviecher, ihr ballert immer. Jetzt kommen diese Giftfürsten, dieses Feuerspucken immer, weißt du? Ich habe gar keine Heiltränke mehr. Du hörst mir gar nicht zu. Ja, doch. Aber deswegen sage ich ja, ich habe keine Heiltränke mehr. Ja, die machen wir schon. So. Okay. Häng ab und zu nochmal ein. Scheiße. Die tun halt schon ein bisschen mehr weh, ne? Merkst du? Geht denn raus? Okay. Sind das alles Chefs? Nee, der eine nur. Und die letzten sind wirklich strong. Da müssen wir jetzt nochmal konzentriert ran. Vielleicht ein bisschen Abstand, dass unsere Boys erstmal. Vielleicht auch notfalls. Ja, zum Portal stellen und so, ne? So, das sind jetzt ein bisschen solche Dinos hier. Die können schon wehtun. Ja. Komm nicht weg. Gehen notfalls in ein Portal. Geh ins Portal. Oh mein Gott. Ich bin fast verreckt. Das kannst du in den Titel schreiben. Oh, ich bin wirklich fast verreckt. Holy shit. Ja. Okay. Oh. Ich weiß nicht, ob wir da schon welche getötet haben. War alles wahrscheinlich wieder total easy gefühlt. Ja. Ich überlege gerade, wie wir das jetzt machen. Wir können halt einfach wieder normal reinrennen, aber wir können auch versuchen, direkt wegzurennen. Und die auch so vereinzelt ranzuziehen, weißt du? Mhm. Kauf auf jeden Fall richtig viel Heiltränke. Ja, ja. Mach die dicksten. Also, das Schwierige ist halt, wenn die an einen rankommen und so kritisch hitten, dann wird man ja gestaggert quasi. Ja. Und dann umringen sein. Also, erstmal unsere Jungs wiederbeleben. Wanda lebt tatsächlich sogar noch. Junge, ich bin fast gestorben. Ich habe ja noch einen Kältewiderstand, den gerade gefunden, der kleine Zauber. Jetzt bin ich auf 85%. Genau. Lass uns unser Inventar vollballern mit Zaubern, bitte. Ich habe richtig viele noch dafür extra. So, Blitzwiderstand zum Beispiel. Dann hier 15 Leben. Ist auch gut. Ist doch super. Ich habe gerade keinen Überblick, wie viele da noch leben, weißt du? Da sind einige noch. Aber auch die auch. Also eigentlich alle. Theoretisch kann ich halt rein und Static machen, alle tot. Aber das ist halt zu risky. Okay. Warte kurz, ich muss noch mal. Ich habe nur 3 Regenerationstränke. Ja, die sollten wir mitnehmen wahrscheinlich. Zumindest, so dass du ein Notfall-Ding hast. Jetzt kritisch. Ich habe einfach jetzt ein bisschen Respekt vor der Situation, weißt du? Ja, das Ding ist, also mein Portal. Als wir uns rausteleportiert haben, haben die gerade unsere Begleiter noch beackert. Das heißt, die stehen nicht direkt am Portal. Das heißt, wenn wir gleichzeitig, oder du zuerst, dann ich, in mein Portal gehen und direkt nach links unten rennen, einfach straight wegrennen, dann ziehen wir vielleicht nur ein paar raus. Und unsere Begleiter gehen halt hem. Also wir haben da auf jeden Fall, das sollte klappen. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Wollen wir? Ja, warte kurz. Ich muss nochmal eben hier gucken, wo ich mein Portal habe. Auf F3. Okay. Gut, dann. Genau, auch direkt in Mainz, ne, das obere. Jo. Okay. Schön reinhauen, sehr gut. Bleib mal ein bisschen auf Abstand. Ja, ich mach das, alles gut. Der einer ist schon verreckt. Also einer unserer Leute. Ein Half-Life. Okay, wegrennen. Wir sind halt übelst noch Gegner, ne? Ja, genau, ich mach ein Portal. Ja, wir sollten zusammenbleiben. Geh mal nach links, dann treffe ich dich. Hier haben wir schon geklärt. Sehr gut. Okay. Wir können hier rumrennen. Wir können hier quasi immer im Kreis laufen. Kannst du Begleiter wieder da? Ja. Hä? Der hat sich einfach teleportiert. Hä? Die teleportieren? Ist es Diesing? Die stehen auf einmal vor mir. Okay, nee, bei mir laufen die quasi ganz normal auf dich zu. Okay, scheiße. Der ist halt ein bisschen stronger. Ich habe leider keinen Mana mehr. Ja. Ich teleportiere mich einmal zurück. Ja, ich bin hier auch quasi bei Mana. Jeder wie er kann. Ja. Ich komme nicht aufs Teleportal. Ich komme. Alles gut. Nein, ich bin gerade echt fast gestorben. Es war kein Witz. Das war gerade nicht gut. Okay. Das übel Desync. Okay. Es hättest du echt sehen müssen. Bist du raus, ja, ne? Ich bin raus. Ich stehe neben dir. Ich bin gerade wirklich fast gestorben. Ich habe alles verbraucht, alle Regenerationstränke, weil ich sonst gestorben wäre. Hat es auch so richtig klackern gehört bei dir. Ja, das Ding ist, ich habe das Portal gestellt. Ich sag die ganze Zeit Teleportal. Alles gut. Ich habe die ganze Zeit das Portal gestellt.
dann sind die da reingedesinkt und ich konnte nicht draufklicken. Und dann haben die angefangen, mich schwer zu hitten und ich war gestaggert und bla. Okay. Also du solltest also, deinen Dude nochmal wiederbeleben? Ja, ich weiß nicht, was dazu sagen soll. Ist halt. Ja, offen. Alles gut. Alles gut. Genau, mit dem müssen wir halt jetzt arbeiten. Theoretisch, wenn die tanken, kann ich, solange die tanken, statisches Feld machen und wenn die halt turn auf mich, teleportiere ich mich instant raus. Ich glaube, das wäre echt am besten. Es war ein bisschen cocky, ein bisschen risky, aber eigentlich nicht, weil Mana habe ich halt instant genug für Teleport. Lass es mal probieren. Wollen wir durch mein Portal rein? Da stand nur noch einer. Jo, vielleicht können wir den auch easy machen dann. Ja. Oh, wobei. Okay, der Statik bringt nicht so viel, oder? Kann es sein, dass die irgendwie blitzresistent sind und deswegen das nicht so wirkungsvoll gegen würde, würde halt anstehen eigentlich, wenn die also immun sind. Alter, bei mir leckt es so hart, das hättest du gerade sehen müssen. Ich habe meinen Mana-Trank genommen und meine Mana-Bubble hat sich in 3 Frames gefüllt. Okay. Vielleicht aber, waren das ja 3 Ticks. Keine Ahnung. Wir können mal immer so Schritt für Schritt gehen, weißt du? Ja, und ja. Vielleicht ja. Holen wir so einen raus. Wo hast du die jetzt hingezogen? Weißt die waren, sind jetzt quasi, wenn du die Map aufhast, sind da so 4 Säulen. Ja, da sind die. Da stehen die jetzt. Ich versuch mal okay. So einen herzu. Ja, ich mach das da wieder einer. Mit. Das ist der Chef. Oh. Lass die tanken, dann. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, starte, Digga. Junge, Jamal ist hier fast gestorben. Level okay. Up. Ich hab ein Level Up? The fuck? Ey, ich auch, hä? Das ging ja richtig. Ja, der gut. War aber auch wirklich heftig, ne? Ja, also der ganze so. Ballrun hat uns auch richtig gegeben. Okay, wir gehen auf Leben. Ja, aber damit haben wir es eigentlich theoretisch gewinnt zu ja. Das Schlimmste überstanden. Meinst du, Ball ist wirklich nochmal leichter als das gerade? Es war ja ultra heftig. Ja, es waren halt, ist das halt war, eine Masse, ne? Ja, es war gerade. Ja. Also, es war gerade wirklich das Schwerste des ganzen Projekts gerade bisher. Ja, ja. Ich habe auch richtig geschwitzt, aber ich finde, wir haben das gut gemacht. So, der geht jetzt in sein Kämmerchen da hinten. Ja, also ich kann nur wiederholen, bei mir leckt es wirklich sehr krass. Unfassbar krass gerade. Okay. Willst du einmal neu ins Game kommen? Oder? Ach so, nee, alles gut. Ich war jetzt gerade einfach nur ein bisschen wack. Jetzt geht's. Ja, wir ziehen es jetzt durch. Ihr tankt die zu dritt, ihr tankt den zu dritt. Und ich blende jetzt auch alles aus. Minimap, die Items, blende alles aus. Ja. Und ich gehe einfach ran, ihr tankt das und macht statisches Feld. Und dann springen wir nicht in die Havel. Wenn wir jetzt reingehen, sind wir noch nicht sofort vor ihm. Wir müssen quasi einmal um den Thron rumlaufen. In so einen kleinen Abgrund. Und dann sind wir bei ihm. Er kann sich teleportieren. Er macht die ganze Zeit immer so Tentakel aus dem Boden. Er kann dich so ein bisschen zurückstoßen mit einer Attacke. Und er macht so einen blauen Feueratem, der auch das Mana aussaugt. Was theoretisch aber Schaden machen kann. Was ich jetzt mal sagen würde, wir gehen rein. Ich mach sofort ein Portal und dann gehen wir nochmal rum und dann machst du ein Portal. Okay? Okay, ja. Gut, dann lass uns reingehen. So, hier vorne... Sag mir wo. Sag ja, mir, wo ich stehen soll. Mach hier eins. Okay. Bist du da? Wo ist er? Da oben steht er. Okay, ja, dann go. Dann geh ruhig ran. Mach euch static, ne? Ja. Sehr gut. Weiter, weiter. Nee, du bleibst hier, Freundchen. Jetzt reicht's auch hier. Zack! Ciao. Ciao! Junge, gib mir die Items. So. Gib mir die goldenen Items! Oh Junge, 2 grüne? Ja, ich hab's hier schon richtig eingeschrieben. Und irgendeine, das ist eine hautfarbene Axt, also von der Schrift. Ja, wie Run. Unique. Ja, ne? Echt? Ja, klar. Ja, geil, da haben wir noch mal ein paar Items bekommen. So, was passiert jetzt hier? Ja, jetzt kommt, Tyrael. Tyrael, du alte Feiernatter. Oh, Junge, das war aber nochmal aufregend eben, hör mal. So. Geil. Kommt jetzt noch eine Cutscene und so? Ja, wenn wir jetzt durchs Portal gehen, kommt eine Cutscene, eine Katze. Und dann sind wir auch aus dem Spiel raus, theoretisch. Krass. Ja, kommen wir da nicht Albtraum raus? Wir kommen dann in den Albtraum raus. Wir müssen aber dafür ein neues Spiel machen. Aber wir können jetzt auch erstmal die Cutscene genießen und reingehen. Okay, warte, dann lass gleichzeitig, ja? Gerne. Zähl du gerne runter. Achso. 3, 2, 1, go. Oh, das war richtig gleichzeitig, glaube ich. Das war echt heftig. Sehr synchron. Ey, leckt das bei mir? Das ist tatsächlich die Cutscene, die so leckt. Krass, wie wack. Hä?
Es stockert richtig. Ja, ja, ist mega scheiße. Aber er sieht heftig aus. Er sieht heftig aus, aber es verdirbt halt fast alles. Ne? Ich glaube, es soll eine Slow-Mo sein. Ja, wirkt nicht so. Ja, das ist halt dieser krasse Weltenstein-Dings. Und den macht er jetzt kaputt, ne? Das Schwert sieht auch geilo aus, Digga. Genau. Die Sprache ist das, Bulgarisch? Englisch. Also, weil er ein Engel ist. Das kam es gerade einfach so? Jo, das war random. Das war halt so schlimm. Das war einfach so schlimm. Er hat übel epische Szene. Und du. Ja, ist auch egal. Jetzt mach die Scheiße kaputt. Macht er doch jetzt. Hier. Der voll mit dem Knauf gegen, das wäre so fail. Jo, alles neu. Und das Ding fällt so in den Abgrund runter. Jo, dann so, fuck. Aber dann auf Englisch. Fuck. So, jetzt geht ja alles hier. Was war dieser Weltenstein jetzt genau? Sorry, wenn ich frage, das war mir nicht klar. Er hat ja quasi diesen Seelenstein. Den kleinen Splitter, richtig. Ja. Und der hat ihn quasi aufgepimpt. Und dadurch ist dieser immer größer geworden. Und dann konnte er damit diese krasse Armee schaffen und so? Ja, quasi seine Macht vergrößern und hast du nicht gesehen. Ja, und damit. Das wird auch nie immer im Detail beschrieben, ne? Es heißt dann immer einfach nur so, ja, er wird dann mächtiger. Es gibt ja aber was das genau heißt. Ja, es gibt ja tatsächlich Bücher zu Diablo, die man auch lesen kann. Da müsste man halt dann Bock drauf haben. Ja, ich meine, das ist so generelles Fantasy-Ding, finde ich. Ja, ja, klar. So, und jetzt. Jetzt bin ich. Wie scheiße sieht das denn aus? Zerstörer! Hey. Junge! Ja. Die Font! Ja, das sah früher noch schlimmer aus. Alter, GIMP 2.0 ist es. Ja, ist doch geil. Und wie Alter. Ich gerade sehe, sind wir sogar noch. Nee, wir sind nicht in Game. Graphic Design is my passion. Gut, dann machen wir jetzt nochmal Spandau 10. Spandau auf normal nochmal. Wir könnten jetzt natürlich Albtraum spielen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Und wir haben das Projekt jetzt erfolgreich abgeschlossen. Jetzt erstmal Claps in the Chat. First try. Toll. Und, wir erstmal die Axt an. Wir gehen. Genau, wir können jetzt. Ja, warte, lass doch mal jetzt Loot angucken, genau, Digga. Wir gucken uns jetzt mal alles an. Deckard. Deckard Kane. Hallo. Oh mein Gott. Oh, ja, Mira, das ist sogar geil, Digga. Was ist ein vernichtender Schlag? Das ist Crit sozusagen. Crushing Blow. Alter, guck dir das Ding mal an. Riesige Riesenaxt. Ja. 33% auf Crit sozusagen. Ja, aber Damage. Ja, ja, ist heftig. Maschallah. Es ist leider Zweihand, ist ein bisschen wack im Ass. Aber guck mal den hier an, der Goldträger, Junge, da kannst du richtig mitfarmen. Ja, der ist ja ultra bad. Ja, aber du kriegst richtig Gold mit, Junge. Ja, okay, ja, für so spezielle Runs, ja. Ja, ultra bad. So, außerdem 30% MF, aber das siehst du wieder nicht, ne? In deinem Wahnsinnshirn. Ja, ja, ich gucke halt eher so auf Resistenzen und Leben und sowas. Das ist für Hardcore halt relevante Werte, da musst du halt auch noch hinkommen. Aber ja. Ach, kein Stress. Ich würde da gerne mal so einen Tank-Graph oder so einen Damage-Graph sehen, aber ist auch okay. Eine Sache würde ich dann gerne noch zeigen. Das haben auch ganz viele schon in die Kommentare geschrieben. Und zwar würde ich dich einmal bitten, ins Lager der Jägerinnen zu gehen. Das ist der erste Akt, das erste Level. Ja, Q-Level sagt mir halt schon was, nur ich war nie da. Also. Ja, aber das ist doch geil, oder? Ist so ein Farm-Ding, ne? So ein Farm-Spot, ein krasser, oder? Ja, da kann man gut farmen. Und ab wann kann man da rein? Man muss theoretisch Baal auf der jeweiligen Stufe besiegt haben und Deckard Kane befreit haben. Also Deckard Kane ist ja diese Tristan-Quest. Ja, und da gibt es ja auch dieses Bein, was man... Das heißt, es ist jetzt auch schwerer als das eben, quasi. Technisch gesehen. Wäre heftig, wenn wir jetzt daran sterben. Deswegen sage ich ja, wir haben das Projekt beendet, weil es kann durchaus sein, dass wir da jetzt einfach stumpf verrecken. Aber... Es wäre schon witzig. So, zum Abschluss nochmal. Ja. So, genau. Dazu und dann so Hardcut, ganz kurz, wie man in die Harfe springt. Naja, gut. Als Rezept nimmt man einfach dieses Bein. Wie man in die Harfe springt. Und ein Foliant des Stadtportals, der gesteckt ist, also auf 20. Und dann kommt hier dieses geile Gerät. Und dann gehen wir rein. Okay, Abfahrt. Ja, los. Es geht nicht.
Dies geht nicht. Ah, jetzt. So. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ja, hier. Oh mein Gott. Alter, direkt ein Unique. Geil. Ey, ich one-shot die alle. Ja, stimmt, du bist richtig strong. Oh, hier ist gleich der König. Kuhkönig. Was? Ey, ich will den sehen. Ja, der steht hier vor mir. Haut drauf. Zack, ist tot. Tot, alle tot. Tot. Mach sie weg. Junge, das ist hier wie auf dem Schlachthof, ne? Schön, ihr Fleischfresser da draußen. Ja, schöne Rinderfarm hier. Alter, das ist ja ultra witzig. Warte, ich will mal Komet machen. Zack, zack, Meteor, Digga. Boom. Ja. Bam. Geil. Ja, das ist das coole Level. Ja, wir haben jetzt ja noch ein bisschen Zeit, Max. Wie hat denn dir das Let's Play gefallen? Warte mal, soll das hier schwer sein? Nein. Das muss doch theoretisch schwerer sein als Baal, oder? Nee, muss es nicht. Okay. Oh Junge, hier, ey, aber wie die auch alle gleich sind. Ja, ja. Ist das so ein Gag-Level? Also ja, ja, so absolut, absolut. Der aber Gag ist ja wirklich ein guter Farmspot, oder? Ja, kannst hier Gold kriegen ohne Ende. Ich habe hier auch schon ein Item gefunden. Also jetzt gerade tatsächlich. Und Diamant. Krass. So Rohlinge für Sockel-Items und so kannst du hier gut finden. Und auf Hölle sind die natürlich nochmal deutlich stärker. Ja. Aber gibt's dann wahrscheinlich auch besseren Loot nochmal. Richtig. Ja, krass. Genau. Es gibt tatsächlich auch Leute, die diese Runs hier farmen. Den ganzen Tag wahrscheinlich. Ja. Ja, krass. Ey, wie ich die halt one-shotte alle. Das ist halt ein geiles Leben. Ja. Ja, ist ja übel, Wolf. Also wirklich. Ist auch belohnt, wenn wir dann umfallen. So viel Highstack. Vor allem, wir sind ja auf Hardcore. Theoretisch kann man hier erstmal so einen halben Tag grinden. Ja. Und dann geht man full equipped in den Albtraum rein. So würde ich das halt legit machen. Ja. Ja, so abends mit so einem Lifestyle-Getränk unserer Wahl. Was ist das? So ein Lifestyle-Getränk unserer Wahl? Ja, ist doch so. Ja. Und was kostet das jetzt nochmal? Sorry, das war vorhin ein bisschen schnell für mich. Also in Tristram, wir gehen jetzt zu Deckard Cain da, ne? In dieses Portal bei diesen Steinen, falls du dich erinnerst, die im Rondell stehen. Ne? Diese Monolithen. Ja. Genau. Und dann ist ja dieses rote Portal, und wo man dann in Tristram Deckard Cain rettet, der in dem Käfig ist. Das wird's Bein, das braucht man irgendwie, ne? Genau, das Bein nimmst du mit, und dann gehst du zu Akara oder zu irgendjemand, der Stadtportale verkauft und auch diese Bücher, kaufst ein Buch, stackst das auf 20 voll, packst das in die Cube, also in diesen Zauberwürfel da, und drückst auf. Mit dem Bein. Mit dem Bein, und dann drückst du auf Abfahren und kommt nur im ersten Akt, wenn du das im ersten Akt machst. Guck mal, hier, grüne Handschuhe. Wir haben jetzt schon ein Unique Item und ein grünes Item-Teil gefunden, ne? Ja. Krass. Ja, ja. Der Ultra Wolf. Ultra Wolf. Ey, wie die anrücken, die Armada, die Kuh-Armada. Ja. Man kann die tatsächlich auch alle pullen und dann gleichzeitig machen. Das ist auch ganz witzig, weil dann quasi der ganze Bildschirm voll ist. Hätten wir eigentlich machen sollen. Ja. Dann einfach Meteor. Lass mal jetzt alle pullen, die wir noch finden. Ja. Achso, unsere Begleiter, die machen natürlich jetzt Ackermatch, ne? Die hacken da natürlich schon mal ein. Oh, ich habe keine Ausdauer. Ja gut, dann geht's nicht, ne? Nee, dann geht's nicht. Ja, aber es gibt wieder auch ein bisschen XP und die Kometen. Die fallen halt einfach um. Ja. Ja, EP geht klar, ja. Ey, ist geil. Ja, ich fand das Projekt ziemlich nice, du hast ja eben gefragt. Mir macht's halt übel viel Spaß. Aber wir hatten ja auch jetzt, was, letzte Folge oder diese Folge mit Path of X auch die Diskussion. Ja. Aber, also, soll jetzt nicht heißen, also es ist wirklich mutabhängig. Weil auch hier Hardcore ist schon auch tricky und die Content-Tiefe und so, ne, ja, haben wir gemerkt. Es hat so keine Light-Version, aber so Medium, würde ich so behaupten. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall worth, so. Ja. Das jetzt einfach zocken. Das zocken. Also hätte ich Bock, ja klar. Ja, und mir macht es hier auch ultra Spaß mit dir. Also für mich war es halt als Content-Creator ein bisschen stressig, dass es halt wirklich leider klicktechnisch nicht gut ankam. Ja, also klar, deswegen haben wir es jetzt auch nicht zwingend gemacht. Wobei, würde man, also so gar nicht, stimmt nicht ganz. Also klar, Hauptfokus war voll guter Zweck und spendentechnisch war das auch ein Riesenerfolg oder ist. Keine Frage. Aber trotzdem, als Content Creator ist man so krass darauf gedrillt, geil. Ist man so krass auf diese Performance gedrillt und man hatte jetzt auch dieses neue Dashboard, das heißt neu, ist jetzt anderthalb Jahre alt. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, da hatten wir sogar schon mal drüber geredet mal. Man kommt auf seinen YouTube-Kanal, loggt sich ein und man sieht einfach richtig fett ins Gesicht, wie gut oder schlecht performt das zuletzt hochgeladene Video. Ja. Und zwar im Verhältnis zu den letzten anderen neuen Videos, die man hochgeladen hatte.
Und dann steht, dann lädt man halt Diablo hoch, hat voll Spaß, findet es geil und dann steht da immer 10 von 10. Und das ist schon als Content Creator so, ich meine, man macht das ja auch, damit etwas gut ankommt und oder zumindest zum gewissen Teil, war das schon immer ein bisschen demotivierend, ein Stück weit. Ja. Es war so eine negative Komponente und das hat schon auch ein bisschen gestresst, aber ja, war jetzt nicht der wilde Untergang oder nicht schlimm. Auf der anderen Seite hat es super viel positive Aspekte. Spendenstand insane, wir haben fast 30.000 gemacht und wir sind durch, ja. Ja, kommen wir wieder zu. Ja, sehe ich auch so. Also Diablo 2 habe ich auch gerade ganz am Anfang gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsgames generell. Und ich habe jetzt ja auch in den letzten Wochen, jetzt auch wo wir hier in dem Projekt so ein bisschen Downtime haben. Wieder angefixt mega, ne? Genau, und ich habe halt jetzt super viel gespielt und ich bin sehr, sehr zurückgeholt in meine damalige Phase so. Das kann ich mir gut vorstellen. Für mich sehr belohnt tatsächlich. Aber grundlegend, ja. Ich kann auch verstehen, nicht jeder hat immer Bock, dann jetzt zu warten. Und ne, es gibt halt YouTuber, die halt viel schneller das machen, was wir jetzt gemacht haben. Da kann ich dann auch verstehen, dass man da vielleicht nicht immer warten möchte oder so auf die nächste Folge. Weil es gibt zum Beispiel welche, die machen das in einem Video 3 Stunden am Stück. Aber das ist halt für uns nicht machbar gewesen. Und das war auch nicht Ziel des Projekts. Herzig ist ja auch grundlegend einfach so. Im Wechsel wird auf Kanälen was hochgeladen. Aber ich fand es ziemlich cool. Und freue mich auch, dass wir damit was Gutes bewirken konnten, dass wir auch so noch mal ein bisschen auch, wie sagt man, ja, dass man die Leute noch mal so ein bisschen was bewegen konnten. Was bewegen konnte auch noch mal ein bisschen Visibility für das gesamte Thema schaffen konnte. Ne? Das war für uns nochmal beide, glaube ich, sehr wichtig, auch im Zusammenhang jetzt mit der Blizzard-Thematik, die jetzt ja auch gerade in den letzten Wochen, wie ich finde oder wie ich es wahrnehme, wieder so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurück. Gestuft wurde, die Leute schauen wieder halt alle die immer so, ne? Ja, jetzt kommt Call of Duty bald raus, da ist das wahrscheinlich schon für alle vergessen. So. Ja. Und deswegen war das für mich echt ein sehr, sehr guter Kompromiss, zu sagen, hey, wir machen es jetzt trotzdem, aber unter dem Aspekt, dass wir da eine Aktion mit unterstützen wollen. Danke an von meiner Seite oder von uns beiden wahrscheinlich, an alle, die sich daran beteiligt haben, sowohl mit einer Spende, als auch in den Kommentaren, die hier einfach generell auch Spaß an dem Projekt hatten. Da gibt es auch tatsächlich einige von, die auch gesagt haben, hey, ich freue mich immer darauf, wenn jetzt die neue Herzig-Folge kommt, gucke ich immer, wenn ich von der Arbeit komme, ist super entspannt mit euch beiden. Das ist natürlich auch ultra wertvolles Feedback für mich, dass man dann sagt, hey, kann man sich gut geben, ist nicht schlecht. Und ja, das Feedback, was ja auch kam, so schriftlich, war ja auch immer gut. Ja. Also ich glaube, es hat nie jemand sich beschwert, dass das irgendwie, nur man merkt es halt dann an den Views. Ja. So. Ja. Das ist Das ist einfach so eine, Das Interesse ist einfach nicht so da in diesem Feld, glaube ich. Und das ist halt so eine Creator-Krankheit, ne? Wir gucken halt auf die Zahlen. Das ist so. Aber nichtsdestotrotz. Ist jetzt nicht mal so, dass wir sonst irgendwie Probleme hätten, Miete zu zahlen, so ist es nicht. Ja. Aber es ist einfach eine krasse mentale Sache. Ja. Also es klingt, ist auch übel privilegiert, voll. Im Verhältnis immer noch ein lächerliches Problem in Anführungsstrichen, aber ja, uns beschäftigt es halt trotzdem, ob wir wollen oder nicht, kann man ja nicht ausstellen. Genau. Ja, vielleicht gibt es irgendwann Herzig 3 mit was anderem, vielleicht auch mit Sterzig. Ist ja dann der nächstlogische Schritt eigentlich, irgendwann, ne? Das stimmt. Arc oder so. Dauert halt dann übel lang. Ja. Aber wartet da jetzt nicht, ist ja erstens auch Max' Projekt, aber wartet jetzt nicht, dass nächste Woche direkt was weitergeht, ne? Also, das entscheidet dann Max und dann werdet ihr schon früh genug mitbekommen, wann was kommt. Ja. Hast du noch was? Ansonsten hätte ich noch was. Nö. Abschließend nochmal. Jetzt haben wahrscheinlich schon die meisten abgeschaltet oder viele, aber dafür ist es jetzt auch nicht, was jetzt kommt. Also, habt ihr vielleicht noch mitbekommen, wenn ihr so die Instinct 3 Kanäle verfolgt, bei uns im Unternehmen, so haben das halt auch übel viele gefeiert, so das ganze Projekt. Ist jetzt ein bisschen losgelöst von Kalle, sorry, ich hoffe, es geht klar. Ich bin nicht bei Instinct. Genau. Damit das mal klargestellt ist. So, also bei mir in der Bude, die Leute, Instinct 3, ist unser Unternehmen, wo ich hocke. So.
da haben das halt die Leute richtig hart gefeiert, so die Mitarbeiter und gerade Mitarbeiterinnen. Wir haben sehr viele, sind wir sehr stolz drauf. Deswegen war das, glaube ich, auch nochmal so in der Wahrnehmung bei uns was sehr Krasses. Mhm. Und die gucken das auch alle und es ist mega cool. Hallo Kathleen. Und eine Sache, übrigens auch, die haben viel mitorganisiert und gemacht, auch danke da an der Stelle nochmal. Ja, irgendwie vergisst du, bist du dran. Jasmin. Auf jeden Fall haben wir in Absprache entschieden, dass wir gerne Olivia. Als Instinct 3 den Spendenstand, den aktuellen, etwas beisteuern. Und zwar würden wir es gern verdoppeln. Das heißt, wo sind wir gerade? 28.000? 29? Nee, knapp 28.000, glaube ich. Guck mal schnell. Ja, wir sind bei 27.800 oder so. Ja, dann sind wir bei 56.000 ungefähr. Ja, 27.821 Euro. Ja, gucken wir dann. Wahrscheinlich machen wir es jetzt glatt einfach auf 56.000 oder so. Ja. Und genau, ganz ohne irgendwie jetzt, dass wir uns damit profilieren wollen oder sonst was. Uns ist einfach das Thema nochmal wichtig und ich glaube, hier am Ende kann man es jetzt nochmal sagen. Es steht schon länger fest, dass wir es machen wollen. Und ja, wollte ich nur nochmal abschließen. Ist, glaube ich, so ein schönes Happy End nochmal. Ja, mega cool. So viel habe ich leider nicht. Aber ich tatsächlich habe auch gesagt, ich würde gerne auch noch mal was reinhauen. Ich als einzelne Person habe mir gesagt, dass ich noch mal 500 Euro reinspende und das von meiner Seite auch noch mal mit unterstützen will, maßgeblich. Das ist für mich ultra viel Kohle, für jeden wahrscheinlich da draußen. Und deswegen ist das noch mal mein Zusatz. Es geht jetzt auch nur, damit ihr noch mal das auch wisst. Ich wusste das bis eben zum Beispiel gar nicht, aber es ist jetzt auch kein Wettlauf, ne? Kalle, ich muss jetzt nicht nachziehen oder sowas. Ja, deswegen wollte ich es auch erst ganz am Ende halt sagen und verkünden, auch dir, weil so soll es jetzt auch nicht rüberkommen, dass ich dich jetzt nötigen will. Nee, nee. Überhaupt nicht. Nee. Aber finde ich eine coole Aktion und ja, ihr habt es ja auch alle extrem gefeiert, die gesamte Aktion. Wenn ihr nochmal Bock habt, das Ganze jetzt in der Gänze zu gucken, schaut mal in die Beschreibung, haben wir noch eine Playlist. Schaut euch auch, wir können jetzt auch wieder alles nummerieren. Guckt euch dann gerne auch nochmal die Aktion selber an, falls ihr jetzt gar nicht so genau mitbekommt oder zwischendurch mal eingeschaltet habt, was ihr jetzt eigentlich genau damit bewirken wollten und auch haben. Auch in der ersten Folge hat Max sehr viele wertvolle Artikel zu der ganzen Thematik nochmal verlinkt. Und ansonsten darf ich mich bei dir auch bedanken, Max, fürs Einladen zu dem Projekt und war eine geile Sache. Ja, Ehre. Vielleicht noch, also gleichfalls, ich fand es sehr angenehm mit dir, Kalle. Moin da drüben. Ja. Eine Sache hat ja die Leute noch beschäftigt wegen Quatschen mit Game Designerinnen, Redakteurinnen, Frauen in der Gaming-Industrie. Da hocken wir uns nochmal zusammen, planen was, weil wir hätten tatsächlich nicht gedacht, dass wir gar nicht verrecken. Wirklich nicht. Das, was also, Kalle war ja schweißgebadet im zweiten Akt und nicht nur wegen der Hitze da. Jo. Ja, aber jetzt ist es so gelaufen, wir wollen ja jetzt auch nicht extra schlecht spielen und das irgendwie schauspielerisch so. Ne? Aber wir wollen auf jeden Fall noch was zu machen. Kriegt ihr damit. Ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schmeiß jetzt meinen ganzen Scheiß hier hin und ich renne jetzt einfach vor die Tür und box mich mit einem Zombie. Ist dabei? Mach ich mit. Und dann lösche ich den Charakter. Ja, pass mal auf. Der kriegt jetzt hier mal eine 12 Schaden ins Gesicht. Abfahrt. Begleiter. Stimmt, auch alles wegschmeißen hier. Auf O. Ein fettes Acker-Mitch jetzt. So, jetzt gibt's aufs Maul. Ja. Wo sind sie? Ich habe halt trotzdem 400 Leben, das ist halt insane. Ich habe auch 320 trotzdem. Oh lol, ich krieg den sogar tot. Jo, ich one-tap die alle. Hä, hey, ich mach Blitzschaden. Ach, wir sind ja auch auf normal, wir Idioten. Dann lass uns zur Ball gehen. Scheiß drauf. Fünfter Akt, durchrennen. Nee, vierter Akt. Wir gehen zu Diablo. Ich dachte, das wäre klar. Nee, bleibt das hier liegen? Das bleibt alles liegen. Scheiß auf den Scheiß. Ja, ich wollte jetzt hier so ein richtig geiles, dramatisches Ende schaffen, aber dann gehen wir jetzt flampflos. Vierter Akt. Und da kriegen wir wahrscheinlich direkt ins Gesicht. Kalle, ich hab den Wegpunkt da nicht. Ja, ich mach den Portal. Kein Problem. Hast du den Wegpunkt im Flammfluss nicht? Ey, keine Ahnung, Flammfluss habe ich da auch gar nicht. Ich habe nur Weltsteinturm Ebene 2. Vierter Akt! Du meintest, wir gehen zu Baal. Nein, da habe ich gesagt, wir gehen zu Diablo, weil der näher dran ist. Du hast aber gesagt, wir gehen zu Baal. Okay. Ich habe sogar noch mal hinterhergeschoben. So, jetzt hier Ausdauer und rein. Gut.
Boxen. Geil. Ja. 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 So, ihr kriegt jetzt aufs Maul. Geil. Vor allem, wie man so freuen. Oh, wir one-shotten die. Kurz geschummelt. Ich nehme hier Pot. Jo, meine Tech-Speed. Oh, ich mach nochmal ein. Nur kurz. Bam. Jo, die bauen auch hier, die Champions. Alter, wie? Oh, Scheiße. Oh, ich sterbe, Kalle. Nein, ich komme. Nein. Oh. Ich komme. Oh nein! Henno! Henno! Schnell noch dein Gold einsammeln! Jawohl! Kalle! Ich lauf! Oh! Reich meine Hand! Ich will meine Beine! Heyo! Heyo! Voll Arschloch! Sie haben mir was Oh, sie haben mir was reingesteckt! Es war hart, aber herzig. Kalle ohne Sterzig. Over and out.